Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Heute mal wieder eine Cheffolge hier und ihr seht das, 55-55, ultra knappes Kriegsergebnis hier. Und ihr seht das, hier oben sind bei uns auch echt nicht mehr viele Sterne zu holen. Einer hier noch bei Lichtle und der Gegner, ja, hat noch 3 Sterne offen hier und hier unten leider noch 2. Also hier haben mal wieder nicht alle angegriffen, das kommt noch dazu. Dann hätten wir das Ding nämlich auch nach Stern geschaukelt und so ist es nach Prozent geworden. Also 94, 90 zu 91, 95. Ich weiß nicht, was die beiden oberen am Ende hier geritten hat, aber die wollten unbedingt noch auf die Donnerbengel Base und haben das beides mal mit Laloon gemacht und sind da nicht durchgekommen. Also ich weiß nicht, was die geritten hat. Andere Bases sind oder wären viel, viel einfacher gewesen. Aber wir gucken einfach mal rein und schnappen uns heute mal gleich die unterste Base hier vom, wie heißt da, Opposition mit einem, mit Riesen. Also ganz, ganz kleiner Anfang heute mal hier auf die letzte Base. Also schöner 20er hier gewesen. Uns fehlen auch nicht mehr viele Punkte jetzt zu Clan Level 5. Und ich denke mal, wenn wir dann Clan Level 5 sind, dann ziehe ich nochmal so eine Resümee-Folge oder mache vielleicht mal einen Stream hier aus dem RA8-Dorf bzw. aus den True Warriors 2 mit Masse, also einen schönen Live-CK oder so. Das muss ich aber mit den Leuten dann letztendlich absprechen und das kann ich nicht einfach so machen. Und denn wenn wir dann irgendetwas streamen und hier auch Live-CK mit reinkriegen, dann soll das natürlich auch schon, denke ich mal, ein schöner, spannender Krieg sein. Und so kann man letztendlich dann auch einen schönen Abend haben hier mit vielen, vielen Live-Angriffen. Aber wenn das Ganze ein bisschen abgesprochen ist, ist sicherlich ein bisschen cooler. Und der Opposition kommt hier einfach mit Loons rein, denn die Luftabwehr steht natürlich, kann ja nur in so einer Base an irgendeiner Stelle stehen. Und bis die dann auf die Loons geschossen hat, hat der Loon natürlich die ganze Air-Def gemacht an der Stelle. Und er hat jetzt natürlich noch ohne Ende hier Truppen in der Base. Aber ich finde hier unten immer wieder schön anzusehende CK-Angriffe. Und freut mich natürlich, gerade so ein schöner 20er hier so cool gewonnen. Und wir gucken hier oben mal weiter. Also ich habe mir jetzt noch keine Base hier ausgeguckt. Ich mache das jetzt ganz wahllos. Ich höre natürlich auch immer bei uns im Chat, Toto, kannst du den Angriff aus dem 15. Krieg Nummer 7 zeigen und so weiter. Das kann ich mir eh alles nicht behalten. Dann müsste ich mir einen Zettel daneben legen, um den entsprechenden Charakter dann zu zeigen. Und das mache ich einfach nicht. Ich mache das so ein bisschen aus dem Bauch raus, ein bisschen aus dem Gefühl raus. Und deswegen seht mir das nach, wenn ihr dann mal nicht in der Folge seid, mal seid ihr wieder drin. Aber ich habe den Prinz Arthur hier sicherlich schon mal gezeigt, klar. Aber ist ein cooler Drachenangriff hier, Rathaus 7 auf Rathaus 7. Und die Base ist ja jetzt auch nicht so super schlecht. Naja, es geht so. Es geht so, im unteren Bereich sind die Bases, wenn sie denn nicht sauber gemaxt sind, so wie dieser hier, natürlich sehr, sehr einfach. Und im oberen Bereich war schon ein bisschen stärker, vor allen Dingen, weil wir ausschließlich RH9er oben hatten also keinen einzigen RH10er und der Gegner hatte oben RH10er. Den haben wir glücklicherweise schön 2 entlocken können, kurz vorm Ende. Das war letztendlich auch der Schlüsselpunkt hier in dem CK. Und gucken uns natürlich nicht immer den, gucken wir uns den Barfuß an. Ne, wir gucken uns mal den NFS an hier auf die Rathaus 8 Base hier, also mit 2er Drachen, aber noch wirklich kleiner Luftabwehr. Ja, so klein sind sie gar nicht mal, sind glaube ich 5er, ne? So, gerade mal ein bisschen reinspulen. Das sind schon Level 5, ja, okay. Aber die Base ist natürlich noch vom Rest, von der restlichen Def, also Flächenschaden und auch Bogenschützentürme, das ist noch Rathaus 7 Status. Und auch hier ein schöner Drachenangriff, unterstützt vor allen Dingen mit
5er Loons, also sieht man ja auch eher selten. Da mischen sich natürlich jetzt noch ein paar 6er oder 7er Loons mit zwischen. Ich weiß es gar nicht genau. Die sind ja kaum zu unterscheiden, 6 und 7, also nur im kleinsten Detail. Kommt ihr aber schön mit den Loons jetzt in die Mitte und entkernt hier und die Drachen räumen außen schön die starken Gebäude bzw. die Minen und Sammler ab. Ja, finde ich ganz gut. Habe ich so auch schon länger nicht gesehen, so ein Angriff. Der hier, aber ihr seht das selber, der Flächenschaden hier, der bringt die Loons jetzt nicht wirklich durcheinander. Und auch das Gezuppe hier vom Tesla nicht wirklich. Also schönes Ding hier, aber wenn jemand Rathaus 8 ist und so eine Base hat, okay, die Luftabwehren gehen sicherlich noch hoch, aber schönes Ding hier und wie gesagt, es ist ganz wahllos von mir, ich picke mir die Bases nur manchmal raus, aber ich habe heute etliche Folgen vorgedreht, weil ich ja heute nicht da bin, also wenn ihr die Folge seht, dann ist es ja Samstag und ich bin auf einem Firmen-Event, auf einem Firmen-Workshop, das heißt also ein bisschen arbeiten, ein bisschen Vorträge, ein bisschen essen, ein bisschen Spaß haben und das Ganze geht ja auch bis Sonntag und dann schauen wir hier mal weiter. Einige habe ich ja hier auch noch gar nicht gesehen, das ist der Pearl Izumi, der ist auch schon wieder raus hier bei uns aus dem Clan, aus welchem Grund auch immer. Manchmal sagen die Leute das ja auch nicht so nach dem Motto, so ich ziehe mal weiter oder so, sondern rang und klanglos, einfach so und tschüss. Has left the clan. Ja, ich meine, wenn man dann sowieso weiß, aber ich meine, er hat hier beide Angriffe gemacht und von daher ist das dann in Ordnung. Ein bisschen unschöner ist das letztendlich dann, wenn einer keinen Angriff macht und dann den Clan verlässt oder während des CKs, das haben wir jetzt aber auch schon wirklich lange nicht gehabt, dass während des CKs jemand gegangen ist, das hat man zu Anfang mal, wo sich einige auch noch unschlüssig waren, als wir diesen Clan hier gegründet haben, aber mittlerweile sind wir echt weit gekommen, also mit in der kurzen Zeit jetzt Clan Level 5, das ist wirklich schon stark und wir freuen uns hier auch, dass es dann mit Clan Level 5 den Level Up gibt auf die gespendete Truppe, also auch ein Bowler auf 2 vom Rathaus 10 geht dann auf 3, dann muss nicht immer ein RAL von uns hier rüberkommen zum Spenden. Das machen wir manchmal, nicht immer. Ja, manchmal machen wir das auch nicht. Und so ist das hier von ihm aber ein schöner Go-Hock gewesen. Also ihr wisst es, gefällt mir sowieso gut, diese Technik, denn damit knackst du so viele Bases hier. Ich habe hier auch mal wieder mit dem Go-Hock eine Base geknackt, zumindest mit dem Schief. Und mit dem Donnerbengel habe ich mich doch zu etwas anderen überreden lassen diesmal, weil oben die Bases denn doch schon ein bisschen schwerer waren, muss ich sagen. Und ich habe auch spät angegriffen wieder. Liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt tagsüber auch wieder arbeite und nicht einfach so meinen Angriff mache, sondern mache ich sie eher spät. Und ich habe dann auch beide noch offen gehabt. Und dann muss ich natürlich immer nehmen, was kommt. Hatte dann noch eine Base mit dem Chief. Hier schmeißt dann auch einen Heilzauber, der Lümmel. Hatte noch eine Base dann mit dem Chief zu machen, die noch offen war und ich frage also vorher und eine und zwei dann mit dem Donnerbengel Account. Also schönes Ding hier, denke ich mal. Und jetzt kommen wir hier schon, glaube ich, in die oberen Region. Mr. Mobile Fanboy, echt, der kann auch angreifen. Gucken wir mal, ob der das auch kann. Ja, okay. Den können wir mal schnell vorspulen. Da hat vermutlich jemand vergessen, seine Base umzustellen. Oder er hat das ganz, ganz bewusst so gemacht. So, müssen wir mal gucken. Hat aber immerhin Clanburg-Truppen bekommen. Und ich denke aber mal eher, mal sehen, wie viele Fallen dann noch ums Rathaus sind. Er setzt da keine anderen Truppen mehr. Jetzt erstmal die Clanburg, denke ich mal, wegmachen. Dann das Rathaus sichern. Da ist noch eine Bombe. Ist doch klar, dass da die ganzen Fallen sind. Oh Mann, ey, was eine Farce. Naja, die Hexe hat es jetzt gerichtet. Noch eine Bombe. Jawohl. Ja, also damit muss natürlich rechnen, dass da irgendwo die Bomben dann hier ums Rathaus stehen, um jemanden so ein bisschen zu trollen, genau wie die Tesla hier. Ich meine, da hätte man jetzt auch was reinsetzen können. Ich weiß gar nicht, ob da ein Loch in der Base war, aber das ist eine schöne Base hier. Sicherlich, wenn jemand nicht mehr genau weiß, was er zu leveln hat, dann stellt man sich ja ab und zu mal so eine Base zusammen und sieht dann mal so auf einen Blick, ah, hier muss ich noch und da muss ich noch. Aber das ist natürlich Kokolores hier. So, jetzt sind wir ja schon in den oberen Bereichen.
von www.goblin.de. Was auch mal heißt, muss ich mal drauf gucken. Aber er entscheidet sich hier auch für einen Gohok. Also keine schlechte Kombi hier, genau für so eine schöne engmaschige Base. Hier sind natürlich, denke ich mal, entweder ein paar Fallen außen oder aber die Doppelbomben liegen alle in der Mitte. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass jemand um den Bombenturm herum noch mal alle Doppelbomben hatte. Also dann hast du ja quasi, na, nicht ganz, vier Doppelbomben und dem bist natürlich mit Hox völlig ausgeliefert. Aber kommt hier schön rein in die Base und schafft jetzt auch hoffentlich die Clanburg. Jawohl, da ist die Clanburg weg und jetzt, ja, man kann natürlich noch ein bisschen länger warten, aber die Golems waren natürlich auch schon runtergeschossen und jetzt müssen so ein bisschen die Hockrider tanken. Was natürlich nicht so gut ist, aber er hat ihn natürlich eine ganze Masse zugange. Jetzt schön in Heil geworfen und vielleicht nochmal noch ein Heil in der Mitte. Das brauchen die jetzt da auch, weil der King läuft ihn ja auch da hart hinterher. Und mich wundert es gerade so ein bisschen. Ah, da außen ist eine Bombe. Ich habe jetzt hier innen drin gar keine gesehen. Vermutlich liegen die dann außen irgendwo in den Ecken. Und er hat aber noch ein paar Cleanup-Luckys hier. Die Hockrider knüppeln jetzt erstmal den King nieder. Und mal sehen, ob die Hocks nicht doch noch eine Falle tappen. Habe ich auch schon mal gehabt. Da habe ich nur noch Cleanup-Hocks gehabt. Und erwische dann am Ende noch eine Falle. Ist euch sicherlich auch schon mal passiert. Na, so dass das dann am Ende, oh da wieder auf der Ecke da oben. Das meine ich. Ja, wenn du dann Pech hast und hast nur noch ein paar Hocks. Und die gehen dir dann auch noch flöten. Also mir ist das schon mal so passiert. Ist aber schon ewig her. Dann ist das natürlich besonders ärgerlich. Aber hier lagen sie halt in den Ecken. Und so hat er die Base hier richtig schön geklärt. Schönes Ding hier. Schöner CK-Angriff. Und jetzt sind wir schon bei den oberen 5 hier. Jetzt muss ich mal gucken. Lichtle. Doflo. Ich glaube, Doflo haben wir. Haben wir den überhaupt jemals schon mal hier gesehen? Doflo Hero heißt es bestimmt. Soll es, denke ich mal, heißen. Er entscheidet sich hier für einen Golalon. Okay, ein Golem. Und ich denke mal, entweder Bowler oder noch ein Golem. Also man muss nicht unbedingt Bowler mit haben. Wenn man den Funnel gut macht und man kriegt die Clanburg und kriegt die Queen, dann ist das nicht unbedingt notwendig. Aber na, Level 3 Bowler hier so ein bisschen im Backend sind natürlich schon gerade zum Kaputtmachen wirklich, wirklich gut. Und schöner Sprung hier auf die Ecke der Luftabwehr vor allen Dingen, weil die sollen natürlich fallen. Und die fällt auch. Mal sehen, ob er noch eine kriegt. Aber die stehen auch so weit auseinander, dass sie sich nicht überschneiden. Da kriegt er jetzt sicherlich noch den Feger. Das wird mal, ja, ich denke, das wird der Golem schaffen. Jawohl, Feger ist noch weg. Und klar, na, der Drache da in der Mitte. Na, überlebt er noch? Der ist ja noch im Endgift. Und er überlebt. Ja, der überlebt tatsächlich noch. Das ist ja krass. Okay, der macht jetzt natürlich alles da in der Mitte weg. Und jetzt wartet er auch wirklich so lange mit seinen anderen Truppen, bis der Drache da weg ist. Denn nichts ist ärgerlicher, als dass du dann mit deinen Lufttruppen kommst und der Drache fliegt den Ballons hinterher. Das wäre wirklich super ärgerlich und ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult. Aber schön gemacht hier. Schön zwei Luftabwehren erwischt. Feger schön erwischt, der einen nicht stören kann. Ja, jetzt gab es zwar die Fallen noch, die Luftfallen, aber noch eine ganze Masse hier jetzt auch noch für ein Cleanup über. Gut gemacht. Guter Angriff hier vom Doflo. Hat er sauber gelöst hier. Und mit einem Golem und Bolan in der Clanburg. Ja, kann man so machen. Sind ja auch schon recht nette Helden. Also mit denen geht ja auch schon was. Und ich musste dann ja hier oben angreifen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, mit Donnerbengel habe ich die Nummer 3 gemacht hier. Das war also mein zweiter Angriff. Ich habe erst einen auf den ersten gemacht. Ein bisschen unglücklich, obwohl ich gesagt habe, Mensch, das werden bei mir safe 2. Aber ich habe da diese Babydrachen-Kombo genutzt und habe meine Erdbebenzauber so ein bisschen doof gesetzt. Ja, stand das Rathaus immer noch hinter Mauern und war nicht offen zugänglich. Das war sicherlich ein kleiner Fehler. Und ich glaube Besserung auf RH10. Also hier wollte ich natürlich auch mit meinen Funnel-Truppen mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Luftabwehren schaffen. Ja, jetzt geht die Queen natürlich erst eine kleine Außenrunde gedreht und jetzt geht sie doch rein und erledigt jetzt erstmal den Drachen. Und jetzt, ich habe jetzt trotzdem schon meine Loons rausgeschickt mit den Lava-Hunden. Denn die Lava fällt jetzt hier noch da in der Mitte. Dann konnte der Hund nämlich gleich weiterfliegen, beziehungsweise ich glaube, der war sowieso schon down.
und hab jetzt aber noch Bola in der Mitte und reichlich Loons noch für den Rest der Base hier, also so super deutlich war es nicht. Der Feger, also ich habe auch noch zwei Hunde, ihr seht das da, die kriegen jetzt natürlich nochmal richtig Beschuss. Und die Welpen lenken jetzt noch ein bisschen die Bogenschützentürme ab und auch die Tesla. Ja, und hier wurde es dann am Ende da doch nochmal ein bisschen enger, aber jetzt ist ein bisschen viel an Truppen hier in der Base, also gerade mit den Lakis dann noch. Und wir haben nur noch Einzelfeuer jetzt, also dann ist das natürlich, ja, dann geht sowas. Queen ist auch noch voll gewesen zu dem Zeitpunkt und ich kriege auch alle Dev-Gebäude, also auch der Tesla schafft meine Loons hier nicht. Und ich denke mal, ja, nach wie vor eine meiner Lieblingskombis mit den Lava-Hunden hier, solche Bases zu knacken, auch wenn ich nur eine Luftabwehr bekomme. Na, drei Luftabwehren schafft man mit zwei Hunden, wenn sie dann weit auseinander stehen. Und ich denke mal, war eine gute Sache hier und das war eigentlich unser End- und unser Schlussstern hier. Das heißt, der Freiwild hat dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Das waren nämlich unsere 55 Sterne an der Stelle und entscheidet sich hier für einen Drachenangriff, weil er im Moment, er hat nach wie vor nur die Queen, also levelt sein King immer noch. Ich glaube, in irgendeiner Folge müsste ich mal nachgucken, hatte ich das ja gesagt, dass er sein King levelt. Und jetzt hat er schon so ein bisschen auch den Inferno damit angerüttelt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er hier reinkommt. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Und gucken wir mal eben, wie er hier die Base hier jetzt geknackt hat. Okay, setzt also noch nicht alle Drachen, sondern behält sich erstmal noch welche. Die kriegen ja kaum Beschuss im Moment. Nämlich nur, jetzt kriegen sie das Beschuss. Vorher war es wirklich nur der Bogenschützenturm, der ein bisschen Aua gemacht hat da. Und jetzt kommt er aber hat er gut gefunnelt hier. Und die ganzen Drachen gehen jetzt Richtung Inferno und fliegen jetzt auch schon mal Richtung Base Mitte. Ja, jetzt muss er natürlich ein bisschen gegen den Feger ankämpfen und hat jetzt auch keinen Zauber mehr. Also weder ein Eil noch ein Wutzauber. Und die Drachen schaffen das aber, denke ich mal, doch das Rathaus hier zu machen, denn es sind 3-4 Drachen in der Mitte. Die kriegen zwar nochmal Beschuss von dem Inferno, aber der tut jetzt nicht ganz so weh. Sind ja immerhin schon Level 4 Drachen. Und dann denke ich mal, packt er das hier auch als RH9. Jawohl, erster Stern ist drin. Und jetzt hat er noch einen Magier und kann noch die Queen setzen für den Rest Cleanup. Also so kann man es auch machen. So muss man sich, man muss es ja so sagen, so ein bisschen behelfen an der Stelle. Denn jetzt versuchst du noch irgendwo hier die Prozente rauszukitzeln. Und ich glaube hier unten am Bogenschützenturm. Oder da oben. Nee, da oben eher weniger. Da hätte ich sie vielleicht nicht gesetzt. Hier unten an dem einen Bogenschützenturm, unten links, hätte man noch mehr Prozente holen können. Denn bis zum nächsten Bogenschützenturm stehen hier reichlich Dev-Gebäude. Und hier waren es jetzt ein paar Dev-Gebäude mehr. Aber es hat am Ende ja denn doch gereicht hier. Jetzt zündet er sie nochmal. Mal sehen, wo die jetzt noch hingeht und nochmal ein Gebäude macht. Ah, sie macht da das Lager. Okay. Ja, also wieder super gemacht hier von TW2. Ist zwar eine knappe Kiste gewesen. Der Gegner hat es am Ende selber verdaddelt. Aber trotzdem mal wieder ein schönes Ding hier. Wir sind aktuell wieder im Clankrieg. Und jetzt gucken wir mal. Also es fehlen uns wirklich nicht mehr viele Punkte. 2, 3, 4, 5 Kriege vielleicht noch. Dann sind wir Clan Level 5. Dann verschwindet da oben auf jeden Fall der Anfang. Wir sind ja noch kleine Clan, denn mit 5 sind wir schon ganz schön groß. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Bis dahin, euer Toto. Clash.